Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. Der ist uns jetzt aus Klagenfurt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Herr Landeshauptmann, gestern gab es ja einen Gipfel mit der Regierung und allen Landeschefs und im Rahmen dieses Gipfels haben Sie auch eine neue Idee vorgestellt und zwar sogenannte Impfarm. Bänder, die künftig, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder, der geimpft ist, bekommen soll. Ich glaube, Sie haben die da eh auch bei sich liegen. Wie ist denn diese Idee angekommen? Also das ist die Verkörperung dieser Idee. Diese Idee ist, glaube ich, sehr wohlwollend aufgenommen worden. Ich habe sie dem Gesundheitsminister bereits vor einiger Zeit basierend auf Überlegungen zweier Kärntner Unternehmen, Hubert Potocznik von Infracom und Martin Wadl von HSI Promotion, übermittelt. Die Intention ist, dass wir dieses Gemeinsame in der Pandemiebekämpfung, diese positive Wirkung, die eine Impfung auch auf Gesamtösterreich, auf den Kampf gegen die Pandemie hat, auch sichtbar zu gestalten. Sichtbar zu gestalten, indem jede und jeder, der sich impfen lässt, auch dieses Impfband bekommt. Darauf steht, ich helfe mit, ich bin geimpft, in Gelb gehalten. Das ist ein Ausdruck von Optimismus und diesen Optimismus möchte ich auch weitervermitteln an die vielen Österreicher und Österreicher, Kärntnerinnen und Kärntner, dass sie sich aktiv engagieren, denn nur die Impfung ist wirklich nachhaltig das Mittel gegen die Eindämmung dieser jetzigen Epidemie. Jetzt ist das natürlich eine nette Idee, jetzt werden aber viele sagen, naja, mein erstes Problem ist einmal, wie komme ich überhaupt zu einer Impfung, bevor ich mir dann überlege, ob ich mir sozusagen dieses Armband drauf gebe. Was ist denn da gestern besprochen worden, beziehungsweise wie ist denn momentan Ihre Einschätzung, wie läuft es denn mit den Impfungen in Österreich? Also die gestrige Perspektive ist weitaus besser als jene, die vor 14 Tagen gegeben werden konnte. Wir werden im ersten Quartal knapp 2 Millionen Impfdosen bekommen. Das heißt, 1 Million Österreicherinnen und Österreicher bei optimaler Nutzung, je nach Bevölkerungsgröße der Bundesländer, wird bis zur Kalenderwoche 13, also im ersten Quartal, zumindest die Erstimpfung haben. Im zweiten Quartal, und das ist, glaube ich, eine wirkliche Steigerung, auch gute Entwicklungsperspektiven, werden wir 7 Millionen weitere Impfdosen zur Verfügung haben. Das sind die drei traditionellen, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Moderna. Dazu kommt aber auch Johnson & Johnson, die mit Einmalimpfungen kommen werden. Da werden wir auch 300.000 Stück bekommen, Dosen bekommen. Und dann werden wir auch noch zwei weitere neue, erst zuzulassende Vakzine, also Impfstoffe bekommen, die weitere 400.000 ausmachen. Summa summarum könnten dann bis Mitte des Jahres 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher im Bereich zweites Quartal plus 1 Million erstes Quartal, also mehr als die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie es wollen, geimpft werden. Und das wäre eine große Kraftanstrengung, aber auch ein ermutigendes Zeichen, dass wir dann noch einmal mit diesen Bändern letztendlich mit ausstatten wollen. Ich helfe mit, ich bin geimpft, soll der darauf eingedruckte Text sein. Das heißt, 4,5 Millionen oder mehr als 4 Millionen Österreicher sollen bis Sommer oder könnten sich bis Sommer impfen lassen. Und jeder von diesen 4 Millionen, der soll dann so ein Impfarmband bekommen, Ihrer Idee nach. Das wäre die Vollauszeichnung und das wäre auch, glaube ich, ein sichtbares Zeichen. Jetzt nicht nur innerhalb der Gesellschaft, das auch. Aber es wäre auch ein sehr sichtbares Zeichen für ein Land, das gerne Gäste willkommen heißt, indem man auch wirklich signalisiert, schaut her, auch wir haben dazu beigetragen, unser Miteinander in Österreich sicherer, geschützter zu machen. Also ich glaube, dass da auch sehr viel an Dinge mittransportierbar ist, die wir gerne auch wollen, dass sie andere Menschen, die unser Land besuchen, auch wissen. Wo andere Menschen, die unser Land besuchen. Jetzt ist gestern nach diesem Gipfel auch verkündet worden, dass der Lockdown mindestens noch bis Ostern verlängert wird, vielleicht sogar noch länger. Warum ist das notwendig? Was ist da in Ihren Beratungen rausgekommen? Es ist derzeit eine sehr starke Fixiertheit auf Zahlen, auf Inzidenzen. Ich habe versucht, auch mit einzubringen, dass wir auch mehr auf die bereits erreichten guten Entwicklungen in der Frage dieser Pandemie verweisen. Beispielsweise, dass wir
eine gewisse Infiziertenzahl stabil halten. Sie ist zwar noch vielleicht zu hoch für die eigenen Wünsche, aber es ist eine Zahl, die sich auch gegenüber Virusmutationen stabil hält. Wir haben weitaus weniger schwere Krankheitsverläufe. Das ist ein großer Gewinn, weil wir eben Personen, die älter sind, zuallererst impfen. Weil wir diese Personengruppen, wenn sie in Alten- und Pflegeheim sind, genauso wie die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr testen. Und weil wir auch schauen, dass die Hochrisikopatientinnen und Patienten nach und nach auch als allererste die Impfung bekommen. All das trägt dazu bei, dass der Krankheitsverlauf nicht mehr so schlimm ist, auch nicht mehr diese Mortalitätsrate erreicht, die er leider schon hatte. Und all das sind positive Indizien, von denen ich mir zumindest beim nächsten Mal erwarte, dass wir klare, verbindliche Schritte hin zu mehr Öffnungen, Gastronomie, Hotellerie, Sport und auch letztendlich Kultur geben werden. Ich möchte gerne, dass wir Mitte, Ende März anstreben. Dazu sind Vorbereitungsarbeiten notwendig. Das sind die Perspektiven, die ich auch gestern gegenüber Ö24 als eines der erwünschten Ziele dieser Konferenz erwarte. Aber Herr Landeshauptmann, das heißt, angesichts dieser Rahmenbedingungen, die Sie angesprochen haben, deutlich mehr Tests, Impfung, die jetzt hoffentlich schon langsam auch anläuft und wo vor allem die Risikogruppen geimpft werden können, würden Sie sich wünschen, dass man ab Mitte März, wenn jetzt die Mutation nicht total in die Höhe schießt, vorsichtige Öffnungsschritte in weiteren Bereichen setzt, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem mal Gastronomie, Hotellerie und Sportbereich? Und Kultur, ja, dafür sind aber auch Vorbereitungszeiten notwendig. Das heißt, die Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstlerinnen und Künstler, die Sportvereine, die Nachwuchstrainer, sie brauchen ja eine Perspektive, um vorzubereiten, um vielleicht noch weitere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen in das Konzept oder um das Konzept zu erweitern. All das sind Vorlaufzeiten. Und ich erwarte eigentlich schon, dass wir jetzt gemeinsam diesen Menschen, die ja so viel erleiden mussten, die auf so vieles verzichten mussten, dass wir denen Perspektive mit klaren Zeitrahmen auch geben. Parallel dazu, das, was derzeit immer besser läuft, nämlich mehr und mehr Menschen zu impfen, sie damit mehr zu schützen, zumindest vor schweren Krankheitsverläufen oder Mortalität, dass all das Hand in Hand gehend mit vermehrten Tests eine gemeinsame Strategie wird. Und dann das, was ich ja schon einmal Ö24 gegenüber sehr ausführlich dargestellt habe. Ich glaube, es ist an der Zeit zu überlegen, dass wir diese jetzt endlich auch auf unserem Wunsch hin eingeführten Wohnzimmertests so adaptieren und weiterentwickeln, dass sie auch als quasi Eintrittsscheine für vieles, was man derzeit noch nicht machen kann, auch mitversteht. Je mehr Menschen sich testen, je höher die Eigenverantwortung ist, je größer die Durchimpfungsrate, umso mehr Freiheiten können wir uns wieder leisten. Und glauben Sie mir, Herr Fellner, die Menschen lechzen danach. Das glaube ich definitiv, dass die Menschen danach lechzen. Jetzt gibt es die Gastronomen, die ja auch sagen, warum dürfen wir nicht mit März, Mitte März oder Ende März einmal zumindest unsere Schanigärten öffnen. Da sitzen die Menschen im Freien, da gibt es Abstand, da kann man natürlich auch all diese Regeln befolgen, kann man ja sogar Eintrittstests machen. Würde da Ihrer Meinung nach irgendetwas dagegen sprechen, dass man mal mit den Schanigärten zum Beispiel hier beginnt in der Gastronomie? Ich finde das einen äußerst logischen Schritt, der sich im Bereich Gastronomie mit diesem Beispiel belegen lässt. Noch mehr und noch früher aus meiner Sicht könnte man Schülerinnen und Schüler, die täglich oder die jeden zweimal in der Woche getestet werden, mit diesem Test auch am Nachmittag in Sportvereinen sich endlich wieder auch körperlich mit Gleichaltrigen betätigen zu lassen. Auch das sind Schritte, die ich mir in nächster Zeit erwarte. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn sich Österreich insgesamt hier eine kleine Spur mutiger zeigt. Noch zu kurz zur Mutation kommen, Herr Landeshauptmann. Sie haben ja auch gestern mit den Experten wieder gesprochen. Was haben denn die für ein Bild gezeichnet? Wie besorgniserregend sind diese Mutationen jetzt wirklich? Ich glaube, man muss hier differenzieren, ohne dass ich mir jetzt Fachleute-Status anmaße. Aber die Schutzmaßnahmen gegenüber diesen mutierten Viren sind im Wesentlichen dieselben, die wir auch zur bisherigen bekannten Viruserscheinung hatten. Die Infektiosität, die Ansteckung ist eine höhere. Und trotz dieser höheren Intensität ist es uns gelungen, trotzdem Seitwärtsbewegungen bei den 7-Tages-Inzidenzen zu halten.
was ja doch darauf hindeutet, dass wir im Umgang, aber auch im eigenen Verhalten doch gefestigter und bewusster umgehen. Und ich glaube, dass das in einiger Zeit auch dazu führen sollte, dass man klar abwägt, welche Entscheidung bringt noch mehr Schutz und welche Entscheidung ist möglicherweise sogar kontraproduktiv, zerstört mehr oder hat Spätfolgen, die wir dann nicht ganz einfach mit einer FFP2-Maske oder Ähnlichem begegnen können. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viele Fälle derzeit in Kärnten auf diese Mutation zurückzuführen sind? Mutationen, muss man sagen, sind ja mehrere mittlerweile. Im offiziellen Bereich haben wir eine zweistellige Zahl. Das wird in etwa bei 70 Fällen sein. Den größten Anteil davon haben wir in einem Bezirk, im Bezirk Hermagor, der 18.000 Einwohner hat. Dort haben wir heute aktuell 73 infizierte Personen. Das gibt aber die hohe 7-Tages-Inzidenz von 429, aber in absoluten Zahlen relativiert sich das wieder. Und daher glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur die Zahlen, das Quantitative messen, sondern dass wir auch schauen, wie sind die Krankheitsverläufe. Und da kann ich Ihnen sagen, dass im selben Bezirk Hermagor derzeit kein einziges Intensivbett genutzt ist, niemand stationär in Behandlung ist, sondern die Krankheitsverläufe erfreulicherweise leichter sind und dass wir damit, glaube ich, auch schauen müssen, ja, es wird weiterhin auch Infektionen geben. Wir bemühen uns, sie so gering als möglich zu halten. Aber jene Leute, die, wenn sie sich infizieren, schwerere Krankheitsverläufe haben, die gehören als allererstes geschützt durch viele Tests, aber noch besser durch die Impfung, die sehr rasch erfolgen soll. Und diese Personenkreise gehören priorisiert. Für Ihr Nachbarbundesland Tirol gibt es ja sehr strenge Maßnahmen seit diesem Wochenende. Reichen diese Maßnahmen Ihrer Meinung nach? Ich kann Ihnen eine brandneue Zahl sagen, Herr Fehler, die ich vor wenigen Minuten nach einer Sitzung unseres Koordinationsgremiums bekommen habe. Ich habe bei Ihnen ja auch gesagt, dass wir 3 Messstationen an der Grenze Kärnten-Osttirol aufgestellt haben, im Lesachtal, in Obertrauberg und im Winkler. In den ersten beiden Tagen der Messungen dort haben wir insgesamt eine einzige Person positiv gehabt. Das ist ein Prozentsatz von 0,02%. Das heißt also, dass Maßnahmen offensichtlich zumindest im Bereich Kärnten-Osttirol wirken. Und abschließend, Herr Landeshauptmann, noch zu einem aktuellen Thema, zur Nationalratssitzung, die gerade läuft. Ihre SPÖ-Kollegen im Parlament haben heute einen Misstrauensantrag gegen den Finanzminister unterstützt. Finden Sie das richtig, dass die SPÖ diesen Misstrauensantrag unterstützt? Ich glaube, die politischen Begründungen, die auch von meinen Parteikolleginnen und Kollegen gegeben worden sind, deuten darauf hin, dass man mit solchen Misstrauensanträgen sich nicht leicht gemacht hat. Aber es ist eine sehr schwierige Situation. Und ich glaube, dass gerade ein Finanzminister in einer sehr exponierten Position ist. Und es ist das ein Bereich der Politik, der letztendlich von jenen, die diesen Einblick haben, und das hat der Nationalratsklub weitaus mehr und intensiver als ich, wahrscheinlich eine berechtigte Vorgehensweise. Aber wären Sie auch dafür, dass der Finanzminister zurücktritt? Das fordert ja zum Beispiel Ihre Parteichefin. Ich glaube, dass man sich eine solche Forderung gerade als eine sehr staatstragende und immer auf Seiten der Demokratie und der Menschen gestandene Partei nicht leicht macht. Und daher gehe ich davon aus, dass diese gut überlebt ist und ich stehe dahinter. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Klagenfurt. Danke auch Ihnen, liebe Grüße, Herr Fellner, nach Wien. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Wir bleiben aber beim Thema der Sondersitzung. Denn gleich direkt aus der Sondersitzung zu uns kommt die stellvertretende FPÖ-Clubchefin Dagmar Belakovic. Und mit der sprechen wir natürlich gleich zu diesem Misstrauensantrag gegen den Finanzminister. Soll er zurücktreten und ist es wirklich gescheit, wenn in der Mitte einer Pandemie ein Finanzminister zurücktritt? Und meint die FPÖ allen Ernstes, dass es jetzt Neuwahlen geben soll in Österreich? Wie stellt sie sich das denn jetzt gerade in Pandemiezeiten vor? Auch darüber spreche ich gleich mit Dagmar Belakovic nach einer ganz kurzen Werbepause.